In diesem Video berechnen wir die Geschwindigkeit eines Flugzeuges und zwar im Rahmen einer Textgleichung mit zwei Variablen. Wir finden folgenden Text vor. Ein Flugzeug erreicht bei Gegenwind eine Geschwindigkeit von 620 km die Stunde, bei Rückenwind jedoch eine Geschwindigkeit von 700 km die Stunde. Zwei Fragestellungen, die Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges und b die Windgeschwindigkeit. Bevor wir die Gleichung berechnen, definieren wir wie immer die Variablen. X ist in diesem Fall die Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges. Und Y ist die Windgeschwindigkeit. Jetzt haben wir zwei Variablen, das heißt, wir müssen zwei Gleichungen aufstellen. Wir haben in der Angabe gegeben eine Angabe mit Rückenwind und eine mit Gegenwind. 620 km bei Gegenwind und 700 km die Stunde bei Rückenwind. Das heißt, wir formulieren zwei Gleichungen, eine mit Gegenwind und eine mit Rückenwind. X minus Y, also die Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges, minus die Windgeschwindigkeit ergibt 620 km die Stunde. Das ist die Gleichung mit Gegenwind. Und die zweite Gleichung, die Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges plus die Windgeschwindigkeit ist gleich 700. Das ist die Gleichung mit Rückenwind. Jetzt haben wir beide Gleichungen definiert. Und hier würde ich nicht das Einsetzungsverfahren verwenden, sondern wenn ich die Angabe anschaue, bevorzuge ich hier das Additionsverfahren und ich schreibe einfach die Gleichungen schön untereinander und muss eigentlich gar nichts anderes tun, als im nächsten Schritt die beiden Gleichungen zu addieren, weil wenn ich das y anschaue, sehe ich, habe plus y minus y, das hebt sich auf. Ich erhalte also 2x ist gleich 1320. Jetzt muss ich nur eine Äquivalenzumformung machen. Ich dividiere durch 2 und erhalte für x das Ergebnis von 660 km die Stunde. Jetzt muss ich noch y berechnen. Ich berechne y, indem ich eine der beiden Gleichungen nehme. Ich nehme die zweite Gleichung, wo y mit plus hier steht und ersetze für x die 660, weil x habe ich ja schon berechnet. Ich mache es langsam und schreibe noch einmal die Originalgleichung auf. Jetzt ersetze ich in einem zweiten Schritt x durch 660 und auch hier habe ich nur eine einzige Äquivalenzumformung zu machen. Ich subtrahiere 660 auf beiden Seiten, damit das y alleine steht und erhalte für y ein Ergebnis von 40 km die Stunde. Damit habe ich eigentlich beide Berechnungen schon durchgeführt. Ich markiere hier noch das Ergebnis farbig. Die Geschwindigkeit des Flugzeuges beträgt 660 km und die Windgeschwindigkeit 40 km die Stunde. Was wir noch machen, ist, dass wir einen Antwortsatz formulieren. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs beträgt 660 km die Stunde und die Windgeschwindigkeit beträgt 40 km die Stunde. Damit haben wir die Aufgabe berechnet. Weitere Aufgaben findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Playlist Mathematik, Variablen, Gleichungen mit zwei Variablen. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis bald bei einer anderen Aufgabenstellung.